Hallo und herzlich willkommen zurück bei GTA 3 Part 4. Ja, und nicht mit neuer Grafikeinstellung, wegen, wie ihr seht, Moment, gibt es hier auch nicht so viel zu umzustellen. Distanzdarstellung, okay, Framesync braucht man sicher nicht, Framelimiter, okay, und Schärfe FX sieht ein bisschen scheiße aus, Untertitel, na klar, Breitbild aus, sonst gibt es hier nichts, keine Textur, Wassereffekte, nix, gar nichts. Haben wir eigentlich da ein Auto noch geparkt? Unser Auto? Haben wir den da geparkt? Ich weiß es gerade gar nicht. Nee, den haben wir ja da gemacht, wo wir den Motor kontrolliert haben. Naja, dann schnappen wir uns den nächsten Wagen. Einen neuen. Taxi oder auch nicht. Aber da ist ein Taxi. Ich wollte eh nicht in den Taxi. Da ist ein Polizeiwagen noch da vorne. Und zack, raus mit dir, Kollege. Mein Wagen. So, umschalten. Spieler MP3. Telefonmission oder Joey? Joey. Tschö, tschö. Ab zu Joey. Mal gucken, was Joey heute für uns hat. Warum habe ich nur noch 51 Leben? Moment, aber da wir so. Ne, wir sind doch nicht in der Nähe vom Krankenhaus, oder? Das Krankenhaus ist, glaube ich, irgendwo hier. Nein. Weiter. Wo ist das Krankenhaus? Wo ist das Krankenhaus? Ich brauche Leben. Wo ist denn nochmal das Krankenhaus? Sag mal. Nee, Krankenhaus, Krankenhaus. Wo ist nochmal das Krankenhaus? Da ist das Krankenhaus, genau. Genau hier und da. Was kommt denn jetzt? Willst du noch mehr Securitas aufgebrochen haben? Nö, bring sie zu unserer Garage in Portland. Harbor. What the hell? Ja, ich weiß. Mach weg die Scheißinfo. Na, ich brauch sowas nicht. Wenn du außer Gefecht bist, wirst du zu unserer nächsten Klinik gebracht. Ja. Toll, ich weiß doch. Das weiß ich noch alles. Ja, komm, mach. Alter. Ja, ist gut. Ja, länger du spielst, desto mehr Wege wirst. What the hell? Da ist ein Polizeidingens dazu. Oder auch nicht gekommen. Auch sehr geil. Und wo ist mein Wagen? Ach, tolle Info. Danke, dass du meinen Wagen einfach mal weggehauen hast. Danke, Info. Super Info. Echt super gemacht. Nehmen wir halt einen scheiß verkackten Van, weil sonst kein Wagen hier ist, ey. Super. Der ist sicher auch sowas von schnell, ey. Noch schneller bestimmt als dieses Taxi-Teil, was wir da hatten. Echt toll. Mann, kotzt mich wieder an. So. Da sind wir auch bei Joey. Mit unseren tollen Trenton. Van. Ja, echt herrlich. Fängt ja gut an hier. Ja, komm, Joey. Ich bin noch da. Warum kann ich jetzt hier nicht rein? Ah, Cipriani's Chauffeur. Chauffeur. You know what I mean? Oh, here's the guy I was telling you about. All right, listen, this guy, he ain't Italian and he's no mechanic, but he could get things fixed. This is Pop's capo, Tony Cipriani. Hey, I'm Tony Cipriani. Guten Tag. Take him to Mama's restaurant at St. Mark's, all right? Now listen to me. I'm planning a job that needs a good driver, so drop by sometime later, okay? Okay, kid, drive me to the laundry in Chinatown first. I got a bit of business to take care of. Those washerwomen ain't been paying their protection money. And watch the car, Joey just fixed this junk heap, so no fancy crap, okay? Boah, was ist denn das für eine Scheißmusik, Kollege? Nee, Mafioso, so welche Musik sicher nicht. Hier, so eine. Ich dachte schon, wir könnten jetzt mit unseren tollen verkackten Van weiterfahren mit dem Mafioso, aber nein, wir fahren mit dem der am Luxusschlitten ever rum, was auf jeden Fall viel besser ist. Ja. Was war denn das gerade? War das gerade ein kleiner Grafikfehler? Dieses Geblitzer? Keine Ahnung. Auf jeden Fall wundere mich immer noch, warum hier kein Regentropfen, wo ich für, glaube ich. Wait here. Keep the engine running. This ain't a social call. Ach, kein Freundschaftsbesuch. Und für wem ist der Kuchen, den du dabei hast? Oder der Schläger? Mach hin. Und jetzt? Ja. Ey, du bist echt der beste
Er steht vor denen, guckt die an mit einem Baseballschläger und ja. Die ziehen ihre Pistolen und raus mit dir. Mann. Naja, was soll's. Was ich sagen wollte, ich habe ja früher das Spiel gespielt und mir war so, dass es irgendwie jeden Tag, echt jede Minute irgendwie nur geregnet hat in das Game. Echt, war so. Die ganze Zeit am Regnen. Irgendwie sehe ich hier absolut keinen Regen und der Mond sieht doch mal geil aus. Richtig fett bis zum geht nicht mehr. Oder? Mann. Da wären wir auch schon. Moment. So geht's rein. Genauso. The Triads think they can mess with me. The Triads. With me. Drop by later and we'll give them something to launder. Their own blood-stained clothes. Ja, da hat mir wieder eine Mission erfüllt. Super. Echt toll. Ja, und ich komme nicht später wieder. Ich komme jetzt wieder und sage wieder guten Tag. Hallo, schmutzige Wäsche. Take a goddamn seat. So the laundry won't pay any protection, huh? The Triads think they can mess with me? Let's teach these would-be tough guys what it means to be a tough guy. Sorry, Ma. Yes, Ma. I want you to destroy their laundry vans and mangle any Triad gimp that gets in your way. 8-Ball can supply you with what you're gonna need. Ach, warum kommst du denn nicht mit deinen tollen Baseballschläger und stehst vor den Typen, die eine Pistole haben? Super, was steht da? Ist jetzt im Ammunition. Ah, wieder irgendeine so eine Kacke hier. Ist verfügbar in den Ammunition-Laden. So, ab in meinen Wagen. In meinen Mafia-Wagen. Wir spielen ein bisschen Mafioso. Ist das auch ein Mafia-Wagen? Ja, ist auch einer. Ammunition-Laden müssen wir. Der sich da befindet. Ich hoffe, die Pistole oder die Waffen befinden sich wieder im Hinterhof, wie es normal der Fall ist. Ach nee, wir müssen gar nicht zum Ammunition haben, wir müssen ja zu 8-Ball. Und wenn wir auch schon mal hier sind, genau, nehmen wir uns diesen tollen Benji. Zack. Mein Benji, ich komme. Yay. Obwohl der Mafioso-Wagen, ich hab das gesagt, ich wollte gerade sagen, obwohl der Mafioso-Wagen geht ja auch gut ab, aber ich drück kurz auf die W-Taste, also vorwärts, und der hat gleich seine 100 km/h drauf. Echt krank, wie der abgeht, der Benji, und da ist eine Granate, toll. Auch cool. Je länger du die linke Maus hast oder Maus gedrückt hältst, desto weiter kannst du die Granate werfen. Echt toll. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, ist das Spiel bei mir völlig verbuggt. Jedes Mal, wenn ich das Spiel neu starte, ist die Mauseinstellung verändert. Also muss ich jedes Mal, wenn ich das Spiel starte, die Mauseinstellung neu machen. Moment. Je länger, denn weiter. Also, der Plan, ich werfe die Granate ganz. Kollege, bleibst du wohl stehen? Sag mal, jetzt machst du einen auf Rambo oder was? Ey, wenn ich jetzt umkippe, bist du dran. Alter, ich spreng gleich. Wie soll ich denn den. Bleibst du bitte nochmal stehen? Hallo. Kann ich die eigentlich aus dem Auto werfen? Das wäre nämlich am besten eigentlich. Oh Mann. Und die Musik ist wieder so toll laut, bis zum geht nicht mehr. Hast du dich wieder beruhigt? Haltest du wieder an? Ich frag mich, was die jetzt vorhatte. Die springt mir vor dem Wagen ein. Bleib stehen, verdammt. Ja, ich überfahre. Komm, wird rot. Nein, auch nicht. Es muss hier eine Lampe rot sein. Lampe sei schon Ampel. Mann, ist das gerade kacke. Ich war einfach etwas vorwärts. So, komm. Ah! Yay, geschafft. Und dafür habe ich meinen Benji angezündet. Und jetzt
Oh, ich dachte schon, jetzt habe ich den Kopf am Arsch und da ist ein Wagen, den ich mag. Den Wagen nehme ich sicher nicht. Boah, was? Ich steige auf jeden Fall hundertprozentig nicht in den Wagen ein, komme was wolle. Nein, nein. Ich in so ein Nein, nein. Da, ja. Den Wagen nehme ich. Den Wagen nehme ich gerne. Aber nicht so ein. So, umschalten auf unser Sender. Zack, zack. Moment, geht gar nicht, wie laut die Kacke hier ist. Ja. Ist schon ein bisschen leiser. Und da ist mein Lieblingswagen. Beziehungsweise einer von meinen Lieblingswagen. Bleib stehen. Ja, ja, komm. Kannst du auftupen, wie du willst. Das ist jetzt meiner. Zack. Und bye. Der hat einen Baseballschläger. Tschö. Danke fürs Ausleihen von den Wagen. Und so, da vorne ist der nächste Van. Und ein paar Minuten bleiben sie also stehen. Moment, so. Na ja, toll, jetzt bleibt er ja nicht mehr stehen, weil wir den Typen jetzt gerammt haben. Bleib stehen, verdammt! Es hat doch keinen Sinn, ich habe eine Granate dabei. Warte, ich kann den ja runterschubsen. Na, ist ja schwer. Bleibst du stehen, das ist eine rote Ampel. Ist dir scheißegal. Super. Echt toll. Ist echt der Beste. So, der fährt wahrscheinlich hier lang. Gibt's ja auch nur den Weg. Ja. Und da ist ein Bullenwagen, auch geil. Komm, fahr, fahr. Scheiß drauf. Komm. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Juhu, kein. Ich wollte schon sagen. Juhu, kein Dingensstern. Polizistenstern am Arsch, nö, aber ich hab meinen. Und da kommt ja auch schon die Polizei, auch sehr schön. Aber ich habe noch keinen zweiten Polizeistern am Arsch, also ist noch alles gut. Und den Polizeistern werde ich eh schnell los, hoffe ich jedenfalls. So. Komm schon, Polizeistern. Geh weg, geh weg, geh weg. Mach weg. Geh doch weg. Ich bin jetzt ganz brav, ich bin jetzt ein ganz braver Bürger. Nämlich ein Cheeseburger. Mann, komm jetzt, ist so ein Witz. Mach weg, danke. So, auf zum nächsten Ding im Van. Und unsere Granate wegschmeißen. So, wo ist der? Da ist er. Überfährt gleich mal irgendeinen Typen und hängt fest, auch sehr geil. Umso leichter für mich. So, viel Spaß damit. Tschö. Das war auch geil. Hab einen Polizeistern mit Recht und die Mission war erfüllt. Gleich Polizeistern weg. Auch cool. So, welches nehmen wir denn hier? Welches Auto? Das oder das? Ach, nehmen wir das. Ich glaube, die sind eh gleich. Nur anders von der Farbe. Sogar keine Alarmanlage. Was will man mehr? Die Zeit sagt wieder 13 Minuten an. Weswegen wir gleich mal zu unserem Unterschlupf gehen und diesen Part dann beenden. Aber vorher natürlich wieder mal speichern. Kann man eigentlich Granaten aus dem Auto werfen? Moment. Nö, kann man nicht. Oder habe ich gerade eine geworfen? Nö. Nee. Nee, kann man nicht. Was ist denn das für ein Wagen? Achso, so ein. Gesundheit haben wir voll. Also brauche ich sowas nicht. Kann man wirklich keine Karte machen? Nö. Gibt's nicht. Moment, ich werde gleich mal nochmal nachgucken wegen Karte, wenn wir gespeichert haben. Man kann doch sicher irgendwie die Karte aufrufen. Das wäre doch ein bisschen blöd, wenn man keine Karte hier aufrufen kann. So. Speichern. Zack. Oh, Moment. Controller. Steuerung ändern. Karte, 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 Karte. Nö, wir haben hier keine Karte. Wahrscheinlich ist die Map so klein, dass es keine Karte gibt. Beziehungsweise nicht lohnt. Gut, alle Waffen haben wir noch. Dann werde ich mal speichern und dann sehen wir uns beim nächsten Part von GTA 3 wieder. So, überschreiben. Bis dann.